Und hier ist sie wieder, die 5 Euro Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 5 Euro Überraschungsshow bei Power TV. Juhu, schön, dass Sie wieder mit dabei sind in der 5-Euro-Überraschungsshow. Die Show, in der der Name Programm ist. Denn hier gibt es Sie noch die wahren Überraschungen für fast geschenkt. Für einen Apfel und ein Ei, nämlich für 5 Euro. Einziges Manko, Sie müssen immer schnell sein, denn die 5-Euro-Show ist eine unserer beliebtesten Shows derzeit. Ja, und wenn die oder wenn das Sonderkontingent weg ist, dann ist es weg. Also schnell sein. Wir wissen beide nicht, was auf uns zukommt. Diana weiß es und die holen wir jetzt. Und Sie haben bitte gleich das Telefon bereitgelegt. Eine goldene Regel müssen wir noch erwähnen für unsere Neuzuschauer. Wenn Ihnen ein Produkt gefällt, dürfen Sie das bis zu 5-mal bestellen. Es sei denn, wir sagen etwas anderes. Und jetzt fangen wir an mit... Oh, unseren Überzieh... Nee, das sind Vergrößerungsbrillen. So rum, ne? Richtig, und es müssten 2 drin sein, weil es ist ein Zweierset. Eine für 2,50 Euro. Ja, und zwar randlose Vergrößerungsbrillen mit 1,6-facher Vergrößerung. So, das hilft 2. natürlich bei allen Arbeiten, die man ein bisschen größer sehen will. Ob das Nähen ist, ob das Schreiben ist, ob es Lesen ist oder auch am Rechner. Viele machen ja am Rechner die Schriftgröße auf 125 oder 150%. Das erübrigt sich damit auch. Und man hat die Hände frei. Das heißt, wenn Sie so kleine Näharbeiten machen möchten, Bastelarbeiten, ne, so was Filigranes eben, dann setzen Sie einfach da die Brille auf. Und die ist rahmenlos. Die sitzt auch sehr, sehr bequem und komfortabel. Ich kenne die nämlich schon. Und schauen Sie mal, jetzt haben Sie die Hände frei und können hier in Ruhe die Fingernägel machen oder vielleicht ein bisschen was stricken, nähen. Und die sitzt auch echt toll. Also die ist so richtig schön leicht. Man merkt die kaum, wenn man die aufhat. Auch hier natürlich ganz optimal gemacht, ein schöner Sitz. Steht auch jedem, ob Mann oder Frau? Ja, das steht jedem und es vergrößert wie eine Lupe. Hier steht zum Beispiel beim Nähen, beim Basteln, beim Reparieren, beim Lesen und bei vielem mehr. Aber hier steht noch was, weil die Brille vergrößert nicht nur, die hat auch noch einen Blaulichtfilter. Und Blaulichtfilter ist heutzutage ganz wichtig, weil dieses Blaulicht, was in allen Monitoren abgestrahlt wird, also auch Handy oder Tablet, das stört die Bildung des körpereigenen Hormons Melatonin. Und dieses Melatonin ist unter anderem für die Tiefschlafphasen hier zuständig. Das heißt, viel Blaulicht heißt, du schläfst im Prinzip schlechter. Und es gibt gerade, vielleicht hast du Werbung gesehen, sogar reine Arzneimittel mit Melatonin, ja? Dass man das künstlich zuführt. Also das, was wir uns nicht mehr richtig bilden können, weil wir so viel Blaulicht haben, wird jetzt künstlich per Medikamente wieder zugeführt. Dann doch lieber eine Blaulichtfilterbrille. Und ich habe übrigens in meiner Brille einen Blaulichtfilter eingebaut. Und ich muss sagen, ich merke das auch. Ja? Es ist entspannter für die Augen. Aber jetzt Vergrößerung, Zweierset und Blaulichtfilter und das ersetzt eben auch eine Lupe. Kann man ja auch eine verschenken, ne? Oder eine für den Partner. Sie bekommen natürlich auch hier diese praktische Tragetasche mit nach Hause. Und gerade dieses blaue Licht, das ist in Fernsehgeräten, das ist in Handys, in Tablet-PCs, da ist dieses blaue Licht. Und wenn Sie viel vor dem Computer zum Beispiel sitzen, können Sie Ihre Augen auf Dauer richtig schädigen. Und das sind irreversible Schäden, also die kann man nicht mehr rückgängig machen. Deswegen lieber vorbeugen, lieber Vorsorge als Nachsorge. Das ist immer mein Motto. Und ich meine, bei 5 Euro, da überlegt man doch nicht lange, oder? Ja, und normalerweise denke ich, dass eine so Brille mindestens 5 Euro kostet. Jetzt bekommen Sie ein Zweierset. Und das Zweierset für 5 Euro bekommen Sie mit der Bestellnummer NX8387 und der 569. Doppelte Wirkung, 1,6-fache Vergrößerung. Wenn Sie sagen, ich habe meine Augen oder meine Augen sind noch gut, dann lesen Sie doch mal einen Beipackzettel von irgendeiner Arznei. Da können die Augen noch so gut sein. Die siehst du nicht mit bloßem Auge. Und dann natürlich auch noch der Blaulichtfilter. Also es fängt sehr zweckmäßig an und wir schauen, wie es weitergeht. Wir erwassern Diana. Diana, ist heute ein Spielzeug dabei? Kann sein. Oh, ich habe Hoffnung. Das sieht jetzt nicht unbedingt nach Spielzeug Licht aus. Mit welcher Farbe beginnen wir denn? Mit Schwarz. Oh. Das ist jetzt was genau richtig für dich. Für das mich? Ist nämlich eine batteriebetriebene LED-Schrank. Leuchte mit Bewegungs- und Lichtsensor. Das heißt, also im Prinzip Schrank aufmachen, die Schranktür geht das Licht an, Schranktür zu, geht es wieder aus. Das ist ja eigentlich perfekt, weil viele Frauen sagen ja, ich habe nichts anzuziehen. Ich glaube, jeder Mann hat den Satz schon mal gehört. Ich denke ja als Mann daran, es liegt nur daran, dass sie gar nicht sehen, was alles im Schrank drin ist, weil es dort drin zu dunkel ist.
Da könntest du recht haben. Also das ist natürlich perfekt für den Kleiderschrank. Ich könnte mir das allerdings auch schön vorstellen für so Stufen, ne? So Stolperfallen. Weil das hat ja hier diesen Bewegungssensor. Das heißt, sobald sie hier in die Nähe kommen, registriert es die Bewegung, geht sofort an. Aber hier natürlich, Kleiderschrank ist ein schönes Anwendungsbeispiel. Nicht nur, damit die Frau ihre Kleidung besser sieht. Vielleicht auch, wenn man morgens früher raus muss als der Partner, dass man den nicht weckt, weil man sich da die Klamotten zurechtsuchen will. Und schauen Sie mal, das ist richtig hell. Ist ganz einfach anzubringen. Sie brauchen keinen Elektriker kommen lassen, weil das Ganze batteriebetrieben ist. Und man darf ja hier auch ruhig bis zu 5-mal zugreifen. Ne? Dann kann man auch, wenn man mehrere Schränke hat, also nicht nur Kleiderschrank, das kann auch natürlich ein anderer Schrank sein, wo man Sachen aufbewahrt, ob Schuhe sind oder vielleicht irgendwie so eine Glasvitrine. Ne? Also Sie sehen, das leuchtet richtig hell. Ja, und zwar hier mit 25 Lumen. Und ganz wichtig ist, man muss es nicht mal festschrauben. Das hat ein doppelseitiges Klebeband im Prinzip auf der Rückseite. Man klebt das also in den Schrank, an die Rückwand, an die Tür, dort, wo man halt Licht braucht. Und das ist herausragend. Hier, die Rahmenfarbe, das sehen wir jetzt gerade nicht, weil das Licht so hell ist, aber die ist hier schwarz. Ich leuchte es mal an. Die Bestellnummer für das schwarze Modell ist die NX9386 und die 569. Und wenn wir jetzt beim Schrank bleiben, das wäre natürlich für Holzschränke, für dunkles Holz. Aber wenn man jetzt so einen modernen weißen Schrank hat, dann wäre natürlich das Ganze in Weiß noch besser. Und Überraschung, wir haben es auch noch in Weiß für Sie. Genau. Wenn Sie sich jetzt nicht entscheiden können, ich an Ihrer Stelle würde gleich beide Farben bestellen. Weiß und Schwarz. Weiß vielleicht für den Kleiderschrank, Schwarz vielleicht auch für den Küchenschrank, ne? Weil man da auch so ein paar Sachen hat, wo man vielleicht auch so eine dunkle Ecke hat. Da hat man ja auch ganz oft so eine dunkle Ecke und dann stößt man sich da vielleicht ständig mit dem Kopf, weil man da immer nicht dran denkt. Und bevor man da jetzt jemanden kommen lässt, ist es natürlich schön, dass man hier ganz einfach sich selbst Abhilfe schaffen kann. Und auch hier wieder mit dem Bewegungssensor. Ne? Sie können das auch so hinhängen. Man kann das zum Beispiel aber auch an Treppen so hinhängen oder für die Kleiderschränke. Sieht ja auch hübsch aus. Ich finde, es wertet auch so einen Schrank auf, oder? Ja, richtig. Also es sieht toll aus und ganz, ganz wichtig, nicht nur ein Bewegungssensor, sondern auch ein Dämmerungssensor. Also wenn es sowieso taghell ist, geht es gar nicht an. Sie haben aber die Möglichkeit, das jederzeit auf Dauerlicht umzuschalten. Auch das kann man hier tun. Und Sie entscheiden jetzt schwarz, weiß oder beide Farben. Weiß hat die Bestellnummer die NX9387. Um die 569 hier bezeichnet als Schrankleuchte. Aber du hast natürlich recht, so kleine Stufen oder Stolperfallen kann man damit auch entschärfen. Und es geht auch natürlich selbstständig wieder aus, wenn keine Bewegung mehr reduziert wird. Also das heißt auch sehr, sehr energiesparend, weil es eben nur leuchtet, wenn es unbedingt nötig ist. Bitte entscheiden Sie jetzt schwarz oder weiß. Und das Schöne ist, Sie dürfen das Schwarze als auch das Weiße jeweils 5-mal bestellen. Das ist ja auch schön. So kann man die ganze Wohnung, die ganzen dunklen Ecken oder die ganzen dunklen Ecken auch im Schrank ein bisschen beleuchten. Also ich finde sowas toll, auch noch selbstklebend. Das ist ja eigentlich der Wahnsinn. Ja? Ideal, man muss jemanden kommen lassen. Und wir lassen aber Diana kommen, denn die steht schon mit dem nächsten Produkt in den Startlöchern. Vielen Dank. Dankeschön. Das ist natürlich auch was Cooles. Was ist? Ah, jetzt. Ich kenne es. Ich weiß es. Das ist also wirklich in Vorfreude auf die Grillzeit oder auch auf die Kellerbarzeit. Das ist nämlich ein Flaschenöffner. Der ist aber fest installiert aus Gusseisen oben und, die sehen Sie, aus Holz und unten so ein kleines Netz. Das ist der Kronkorken-Auffangbehälter. Und das kann man ganz einfach an die Wand innen oder außen montieren. Und dann erstmal hat man immer einen Flaschenöffner zur Hand. Und zweitens muss man nicht suchen, wo die Kronkorken sind, sondern die fallen hier rein. Und wenn es voll ist, dann leert man es einfach aus und bringt es in den Müll. Aber ich finde das toll. Ich finde das schön, wenn man so eine im Heimbar hat oder auch draußen so einen Grillplatz, da hängt man das einfach auf. Ach, ich freue mich schon wieder auf die ersten Grillabende oder wo man auch abends einfach mal länger draußen sitzen kann, ne? Wenn man einfach noch mit Freunden vielleicht im Garten sitzt, ein Bierchen. Es ist natürlich auch was Geniales, was sehr, sehr Originelles, denn das hat auch nicht jeder. Ne? Und normalerweise fliegen die Kronkorken da immer überall rum und hier sind sie schön geordnet. Und wir zeigen Ihnen mal, was das Ganze auf pearl.de kostet.
Da sehen Sie es, 13 Euro, das ist schon ein echtes Schnäppchen. Wir kommen hier von 25 Euro unverbindlicher Preisempfehlung des Herstellers. Also das gehört ja wohl in jeden Haushalt. Das ist auch mal eine schöne Geschenkidee, wenn man irgendwo dann zum Grillabend eingeladen ist. Könnte ich mir das auch gut vorstellen, so einen Kasten Bier und dann das noch mit dazu. Dann hat man eine schöne originelle Geschenkidee. Ja, und schön sind natürlich auch die Materialien. Der Flaschenöffner selber ist aus Gusseisen und der Rest ist echtes Holz. Also kein Kunststoff hier eingebaut und dementsprechend sieht das auch überall toll aus. Und ich glaube, auch die Damen werden das begrüßen, wenn eben nicht die Kronkorken einfach auf den Boden fallen. Und wenn immer ein Flaschenöffner griffbereit ist, das ist ja auch wichtig. Hast du mal einen Flaschenöffner? Oh, mit dem Feuerzeug kann ich das nicht. Oder. Hier ist er immer griffbereit. Ich kann das auch nicht mit dem Feuerzeug. Nicht? Wenn du einmal einen Tag auf dem Bau gearbeitet hast, dann kannst du das. Ja. Wenn sie das nicht haben, dann ist das natürlich genau das Richtige. Die Bestellnummer ist die NX3349 und die 569 und da sehen Sie, wie einfach das geht. Einfach montieren. Vielleicht haben Sie auch so eine Pergola dann an den Holzmasten oder Pfosten dran machen. Mhm. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Aber der Preis, gerade auch durch die Materialien mit 5 Euro, ist natürlich extrem günstig. Das stimmt. Und das sind wirklich auch gute Materialien. Man merkt es auch, wenn man es in der Hand hat. Das ist eine tolle Verarbeitung. Und Sie dürfen ja auch hier bis zu 5-mal zugreifen. Schauen Sie mal, hier wird sogar vorgegeben, wo man zu öffnen hat. Open here, damit man auch genau weiß, wo man die Flasche öffnen darf. Und es liegen die Kronkorken nicht rum, weil normalerweise ist das so bei einer Gartenfeier, dann liegen die Kronkorken auf dem Rasen und wenn du den Rasen mähst, dann verfangen die sich im Rasenmäher, was auch immer ärgerlich ist. Oh, der Preisalarm hat zugeschlagen. Ja, Preisalarm heißt in dem Fall ein Produkt, das hier gar nicht da sein dürfte für 5 Euro und dementsprechend müssen wir hier ein bisschen begrenzen, maximal ein Stück pro Besteller. Und das ist ein Seifenspender. Richtig. Und da muss ich jetzt mal ganz kurz die Batterien hineinlegen. Jetzt fragen Sie sich, warum ist denn der Seifenspender batteriebetrieben? Das hat den Grund, dass man hier berührungslos sich Seife spenden kann. Richtig, mit einem IR-Sensor, also einem Bewegungssensor. Und sobald Sie jetzt unter diesen Sensor berührungslos mit der Hand kommen, kommt genau die richtige Portion Seife raus. Und sowas ist natürlich schön im Bad, in der Gästetoilette, wo auch immer. Und da sehen wir das auch mal, wie toll das Gerät aussieht. Ja? Und es ist, glaube ich, auch gerade in der heutigen Zeit umso wichtiger, berührungslos, das ist ja hier auch mal ein Codewort, berührungslos und dementsprechend noch mal viel, viel hygienischer. So funktioniert es. Schau mal. Das ist natürlich toll. Schauen Sie, vollkommen berührungslos, es tropft auch nicht nach. Und gerade jetzt, wo ja das Händewaschen, Hygiene, das A und O ist, kommt das wie gerufen. Sie können da natürlich auch jetzt nicht nur Handseife reinmachen, Sie können auch Spülmittel für die Küche benutzen oder zum Beispiel Desinfektionsspray oder Haarshampoo, Duschgel für die Dusche. Sie dürfen ja, hier ist der Preisalarm, nur ein Stück pro Besteller. Ja, aber trotzdem, schon entscheiden. Für 5 Euro ist das natürlich ein Knaller. Und es sieht schick aus. Wir haben ja verschiedene, aber ich muss sagen, das ist das schickste Modell, was wir bei uns haben. Du, langfristig sparst du natürlich auch viel Geld, weil du kannst ja die großen Nachfüllpacks an Flüssigseife kaufen und füllst die immer wieder hier rein. Man muss hier also keine passenden Patronen nachkaufen, sondern die Seife Ihres Vertrauens oder auch das Desinfektionsmittel Ihres Vertrauens, das füllen Sie wieder ein. Wir sehen hinten diese Milchglasoptik. Das heißt, man sieht auch ganz, ganz deutlich, wenn es dann leer ist. Und sowas für 5 Euro geht meiner Meinung nach nur in der 5-Euro-Überraschungsshow. Aber Sie müssten dran denken, das ist unser Preisalarm hier in der 5-Euro-Show. Und das heißt, maximal ein Stück pro Besteller. Aber ich glaube, das zeigt auch oder das beweist auch, dass jemand, der sowas zu Hause hat, Stil hat, oder? Ja, das ist sehr, sehr stilvoll, sehr edel. Das hat so ein bisschen auch was von Hotelatmosphäre. Ne? Das hat auch nicht jeder. Man kennt ja diese Seifenspender, wo du jedes Mal eine Patrone nachkaufen musst und die sind unfassbar teuer. Hier können Sie irgendeine XYZ-beliebige Seife einfüllen, die vielleicht 80 Cent kostet im 1-Liter-Beutel. Also das ist natürlich toll. Hier sehen Sie übrigens den Preis auf pearl.de. Wir liegen hier bei 15 Euro und die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers liegt hier bei 25 Euro. Und jetzt bei uns für 5 Euro. Jetzt wissen Sie auch, warum Sie hier nur einmal pro Besteller zugreifen dürfen. 5 Euro ist natürlich ein Wahnsinn. Und denken Sie jetzt an die Hygiene, ist das A und O derzeit. Und da, also es sieht auch schick aus. Ja, ich sage Ihnen noch kurz die Bestellnummer, die NX5273 und die 569. Und übrigens, mit so einem Seifenspender macht auch Kindern plötzlich das Händewaschen mit Seife richtig Spaß. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Es geht weiter. Also, das war unser Preisalarm. Aber wir haben noch ein paar Highlights für Sie natürlich vorbereitet. Dankeschön, Diana. Wir machen weiter mit Elektrik.
mit einem Verteiler, also ganz normal einmal 230 Volt. Und dann haben wir sogar zweimal USB. Das ist ja cool. Für 5 Euro. Ja, und das ist jetzt, also das ist schon mal richtig cool. Natürlich Doppel-USB-Netzteil mit 3,4 Ampere und die Steckdose. Aber ist dir schon mal aufgefallen, dass Steckdosen in der Wand die Pole nicht immer waagrecht, sondern manchmal auch senkrecht haben? Mhm. Und das kann man drehen. Also laut Beschreibung, ach, cool. Guck mal. Also ganz egal, wie deine Steckdose in der das Wand ist, ja ob die Pole also waagrecht so oder senkrecht sind, du kannst es immer so machen, dass die USB-Steckplätze eben nach oben sind. Ja? Das ist ja klasse. Das habe ich jetzt ich so noch auch noch nie nicht gesehen, drehbar, weil macht natürlich unglaublich Sinn. Ja. Weil so könntest du es ja wirklich nur in waagrechte Steckdosen so einsetzen. Ja? Oder so. Ja, so würdest du ja die Steckdose nebendran genau stören. Deshalb, egal ob waagrecht oder senkrecht, du hast es immer aufrecht nach oben. Und das ist natürlich eine perfekte Lösung. Gerade in Küchen, da würde ich das jetzt auch sehen. In Küchen hast du oftmals diese waagrechten und da wird es unter Umständen nicht gehen. Hier kann man es richtig reinmachen und hat dann die Steckdose weiterhin frei. Aber jetzt noch zusätzlich zwei USB-Netzteile und auch ohne drehbar zwei Netzteile für 5 Euro ist ein Mega-Schnäppchen. Das ist natürlich toll, weil immer mehr Geräte werden ja auch über USB betrieben. Nicht nur Handy oder Tablet, sondern auch natürlich meine Reisezahnbürste oder der Rasierer. Immer mehr Geräte werden dann hier über USB geladen. Und das ist auch schön, weil da hat man nicht immer zigtausend Stecker, die irgendwo in der Steckdose sind, sondern lediglich ein einziger Stecker. Und den können Sie ja trotzdem noch weiter benutzen für die Schreibtischlampe, Nachttischlampe, Staubsauger. Das ist eben das Schöne. Und das ist für 5 Euro ist natürlich genial, weil im Elektrofachgeschäft kostet sowas bestimmt das Doppelte bis Dreifache. Ja, und oftmals haben ja ein paar Personen dieselbe Steckdose, wo sie gerne ihr Handy laden. Das könnte mal zu Streit oder Auseinandersetzungen führen. Hiermit ist es erledigt. Jeder darf hier laden, beziehungsweise zwei Personen parallel. Auch mit der richtigen Stromstärke ist auch immer ganz wichtig. 3,4 Ampere Gesamtstrom geht hier raus. Und ich höre gerade, die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 20 Euro. Oh. Das ist ein realistischer Preis. Wenn ich bedenke, unsere günstigsten Einzelnetzteile kosten 5,56 Euro oder sowas. Ja, ja. Hier haben wir zwei leistungsstarke Netzteile und die Steckdose. Die Bestellnummer ist die PX2381 und die 569. Also Netzteil allein für 5 Euro wäre schon genial, aber dadurch, dass es so flexibel drehbar ist, kannst du es wirklich an jeder Steckdose verwenden. Und Sie dürfen auch hier bis zu 5-mal zugreifen. Und ich greife zu beim Wasser. Ui, es wird etwas größer. Wollen wir mal raten? Oh, nicht so arg schütteln, nicht, dass was kaputt klingt geht. Klingt wie eine Schreibtafel. Oh! Das also ein ist natürlich Rückspiegel. Das Thema, ist aber auch cool. Thema Sicherheit wird da groß geschrieben. Es ist ein Zweierset, ja. Und jetzt nicht nur Fahrrad, sondern das geht natürlich auch bei Rollern oder bei allen Zweirädern eigentlich. Und du siehst ja nie nach hinten. Natürlich sollten wir beim Abbiegen zum Beispiel immer über die Schulter schauen. Aber das geht bei manchen schief und du kannst ja nicht permanent nach hinten schauen, weil nach vorne musst du auch schauen. Und dementsprechend ist natürlich so ein Satz Spiegel, welche übrigens unglaublich einfach zu montieren sind, eine zusätzliche Sicherheit. Option, auch den rückläufigen Verkehr eben im Auge zu behalten. Werkzeuglos, sie werden ganz einfach angebracht und es gibt auch die Sicherheit. Gerade als Radfahrer ist man ja wirklich schutzlos ausgeliefert. Ne? Da muss man, also als Radfahrer muss man eigentlich für sich selbst denken und für die Autos. Ne? Was könnte passieren? Und deswegen ist es schön, dass wir die Rückspiegel haben. Ich meine, wenn Sie mit dem Auto unterwegs sind, schaut man doch auch an die Seitenspiegel. Ne? Und deswegen, warum das nicht auch fürs Fahrrad? Ich finde es ganz, ganz toll, dass wir Ihnen das hier anbieten. Und das sind eben nicht nur das Zweier-Set hier, unsere Rückspiegel, sondern Sie haben außerdem noch die Reflektoren auf der Rückseite. Das heißt, sie werden eben auch von hinten gesehen. Von Autos, die näher kommen, hat man hier diese Reflektoren. Also das ist ganz, ganz nützlich. Und das ist für 5 Euro, hätte ich nicht gedacht. Die kosten normalerweise viel, viel mehr. Ja, das ist natürlich ein Zusatz zu den Scheinwerfern. Alles, was ihnen entgegenkommt, das Licht reflektiert nochmal. Ja, also auch hier Reflektoren sind sowieso beim Fahrradfahren auf der Seite, hinten, jetzt auch noch zusätzlich vorne. Das ist ganz wichtig. Aber für mich das Wichtigste noch, dass ich links und rechts jederzeit den nachfließenden Verkehr eben beobachten kann, ohne mich jedes Mal verrenken zu müssen. Und egal ob Roller oder eben Fahrrad, das ist eine Sicherheitsoption. Und jetzt für 5 Euro für jedermann bezahlbar. Nochmal nicht ein Spiegel für 5 Euro, sondern wirklich links und rechts. Und ich finde, das sieht auch, vielleicht sehen das die Jungen auch so, ich finde, das sieht am Fahrrad auch richtig cool aus. So zwei ja, Spiegel. Das sieht echt cool aus. Also ich meine,
also Aussehen ist ja das eine, aber die Sicherheit sollte es uns wert sein. Ne? Also das ist ganz, ganz wichtig, ist hier werkzeuglos anzubringen an den Fahrradlenker. Kann man ja auch mal schön verschenken. Vielleicht haben Sie jemanden in der Familie, der gerade ein Fahrrad bekommen hat oder sich vielleicht auch so ein elektrisches Rad gekauft hat. Super. Und die Bestellnummer bin ich Ihnen noch schuldig. Das ist die NX1483 und die 569. Und eben nicht nur den vorderen Verkehr im Blick behalten, sondern auch das, was hinter einem passiert. Das kann ja auch ganz, ganz wichtig sein. Ich habe jetzt keine Statistik im Kopf, aber ich denke, dass immer noch viel zu viele Radfahrer verunglücken. Nicht alle auf Eigenverschulden, aber ich glaube, jeder hat es schon mal erlebt, dass so plötzlich abgebogen wird, weil ein Radfahrer meint, hinten kommt nichts. Ja? Im Spiegel hätte er sie vielleicht gesehen. Also, das ist auch wieder richtig toll. Und Radfahren liegt ja voll im Trend. Ne? Mhm. Ja, na, wo bleibt mein Spielzeug? Schwer. Ach, guck mal. Pokerface. Was für ein Zufall. Passend zu den Rückspiegeln haben wir noch eine Fahrradkette. Das ist ja praktisch, Mensch. Ja, das ist ein Kettenschloss, da hast du recht. Und zwar, wow, 5 mm Stahl, welches spezial gehärtet ist. Also da kommst du nicht einfach mit der Zange und schneidest es durch. Und wir haben hier 95 cm, also auch eine sehr gesunde Länge, sodass du auch dein Fahrzeug, das kann natürlich Fahrrad, Roller, Motorrad sein, auch irgendwo festketten kannst. Das empfehlen ja auch viele Menschen von der Polizei, dass man es nicht einfach nur so abstellt und abschließt, sondern irgendwo an einem festen Gegenstand festkettet. Und da, ich glaube, da würden sich so Schlossknacker ganz schön die Zähne ausbeißen. Oh ja, vor allem gerade so E-Rädle, die ja auch unfassbar viel Geld kosten. Da kannst du ja teilweise 2.000, 3.000 Euro dafür ausgeben. Die werden sehr, sehr gerne geklaut. Und das Schöne ist, man hat hier um die Kette hat man nochmal so eine Stoffumhüllung, damit der Rahmen vom Fahrrad oder vom Roller auch nicht zerkratzt wird. Also das ist ja sensationell. Und zwei Schlüssel, also auch mal einen Ersatzschlüssel, finde ich auch ganz toll. Also für 5 Euro, genial. Und das sind diese Sicherheitsschlüssel, das sind nicht Bartschlüssel, ja, das ist auch ganz wichtig. Also auch hier haben Schlossknacker ganz, ganz schweres Spiel. Und das mit der Ummantelung finde ich richtig toll, weil ich glaube, jeder kennt das mal, wenn man Schloss eben während der Fahrt irgendwo dran hat, dass es mal gegen den Rahmen leicht schlägt und dann gibt es ja ruckzuck Lackschäden. Das gibt es hier nicht. Aber das, was du gesagt hast, habe ich neulich mal gelesen, dass das Fahrraddiebstähle gerade bei E-Bikes ja enorm zugenommen haben, weil die Dinger sind halt richtig teuer und das ist richtig Beute, die da gemacht wird. Übrigens meine Empfehlung, auch im Fahrradkeller, selbst wenn Sie Ihr Fahrrad in den Keller stellen, auch dort diese Fahrräder sichern, weil ich glaube, es mehren sich auch in letzter Zeit die Fälle, wo so teure Fahrräder aus Fahrradkellern herausgeklaut werden. Und auch das kann man mit so einem robusten Stahlschloss, welches spezial gehärtet ist, verhindern. Die Bestellnummer ist die NX9708 und die 569. Und Sie dürfen natürlich auch hier bis zu 5-mal zugreifen. Und da kann man sämtliche Fahrräder oder 2 Räder der ganzen Familie eben wirklich sehr, sehr stark sichern. Das stimmt, also ruhig bis zu 5-mal zugreifen. Ne? Meistens hat man dann ja auch, der Partner hat noch ein Fahrrad und die Kinder haben noch ein Fahrrad. Da ist es eben schön, wenn man hier so ein gutes für 5 Euro hat. Also das macht natürlich Sinn. Auch schön eben mit der Textilummantelung, damit der Rahmen nicht zerkratzt wird. Schützen Sie Ihre Fahrräder, Motorräder oder eben auch die E-Bikes, also das ist ja genial für Hugo. So, jetzt meine Enkel, ich muss da kurz abschweifen, die wächst ja wie die wächst unglaublich. Und jetzt bekommt sie ein neues Fahrrad. Und zudem, das ist auch schon teuer, das Fahrrad, aber das Schloss, das sie verkaufen wollten, die wollten 45 Euro nur für das Schloss noch zusätzlich. Ja? Und jetzt kann man mal ermessen, wie günstig so ein Stahlschloss ist mit 5 Euro. Und ich glaube, das hat jeder gesehen, sehr stabil. Oh, wir gehen mit raus. Mit dem Fahrrad kann man natürlich auch schön am Baggersee fahren und danach, ich liebe das ja, mit dem Fahrrad einen Rucksack packen, ein bisschen was zu happern und zu schmökern und dann einfach mal auf eine Wiese legen und es sich gut gehen lassen, ob man sich bräunt oder ein Buch liest oder was futtert. Und die ist ja richtig groß. Das ist ja sensationell, Mensch. Wow. Es ist eine Fließ-Picknickdecke oder Badedecke. Das kann man ja auch mitnehmen an See. Aber ganz wichtig, wenn du uns die Unterseite noch mal kurz zeigst, das ist wasserabweisend. Also auch, wenn die Wiese ein bisschen feucht ist, kein Problem. Das dringt nicht durch. Ja. Und oben haben wir ein ganz, ganz weiches Vlies, sodass man auch bequem sitzt. Und die Riesengröße, die du gerade angesprochen hast, die kann ich jetzt mal in Zahlen nennen. 1,40 Meter mal 1 Meter. Und da kann man jetzt ruhig auch mal wirklich ein Picknick irgendwo unterwegs auf der Wiese machen. Schauen Sie, damit es auch ja keinen nassen Poppes gibt, hat man hier eben diese
Unterseite und das ist ganz toll. Aber nicht nur zum Picknicken, ich kann mir das auch schön vorstellen, vielleicht so für die Kinder, ne, wenn die am Spielplatz sind, wenn die Wiese noch so ein bisschen nass ist oder für den Garten. Also da ist ja an alles gedacht und da kann man sich hier ausbreiten, da kann man hier noch ein bisschen ja, Obst, Gemüse, so eine Käseplatte. Ich liebe das ja Picknicken, wenn man mit dem Rad unterwegs ist und danach vielleicht gerne auch ein Bierchen oder was man eben so vorbereitet oder Wassermelone, wenn es ganz heiß dann ist im Sommer. Und das ist doch toll. Und die sieht auch richtig schick aus. Die hat auch hier diesen Tragegriff. Kann man es ganz einfach hier zusammenrollen. Ne? Hier sehen Sie es. Mit Klettverschluss hält das Ganze. Also toll. Finde ich ganz, ganz toll. Für 5 Euro hätte ich niemals gedacht. Du, nicht nur beim Radfahren, beim Wandern kann ich mir das auch gut vorstellen, dass man es einfach mit einem Rucksack hängt und unterwegs mal eine Pause macht in freier Natur. Ja. Jetzt wird ja das Wetter langsam wärmer heute. Ein herrlicher Tag bei uns, strahlender Sonnenschein. Stimmt. Und ich glaube, das lädt auch viele mal ein, wieder rauszugehen und dann eben auch mal so als Highlight Picknick. Wann haben Sie das letzte Mal gepicknickt? Mhm. Vielleicht wird es mal wieder Zeit. Erinnern Sie sich noch ans letzte Picknick? Das war doch wunderschön. Ich glaube, jeder hat an ein Picknick die besten Erfahrungen. Machen Sie das mal wieder. Und mit so einer Picknickdecke wird es natürlich noch schöner. Und vor allem, wenn die Picknickdecke nur 5 Euro kostet. Ja, greifen Sie jetzt zu. Also 5 Euro, das ist ja sensationell. Auch gerne hier für den Baggersee oder vielleicht, wenn Sie mit den Kindern auf dem Spielplatz unterwegs sind. Das ist natürlich was Wunderbares. Auch mal ein schönes Geschenk für jemanden, der gerne in der Natur ist, der gerne picknickt. Also das ist natürlich gigantisch. Ja, und die Bestellnummer ist die NC2358 und die 569. Hier sehen wir es gerade an Badeseen. Wenn da so Kies drunter ist, ist das natürlich auch nochmal eine Erleichterung. Also natürlich darf man es ja auch mit in Schwimmbad oder an Badesee nehmen oder auch an Fluss, wenn man so irgendwo an einem Bach oder an einem Fluss eben am Strand oder am Rand liegt, da braucht man ja auch ein bisschen gepolsterte Unterfläche. Also vielseitig einsetzbar, tolles Produkt für 5 Euro. Und wir sind noch nicht am Ende. Nein, was sind haben wir denn noch? Ich bin gespannt. Und übrigens, wenn Ihnen was gefällt, blau bitte gleich ans blau. Telefon gehen, bevor Ihnen jemand die Schnäppchen wegschnappt. Ja. Die Anrufe sind immer kostenlos, egal ob vom Handy oder vom Festnetz. 0800 51 51 3x die 4. Und es geht wir um haben, Sicherheit. Das ist auch wieder Sicherheit, ja. Weißt du, was es ist? Ein RFID-Schutz für Karten. Ja, und das ist, hier steht es, ich lese Ihnen einfach mal vor, dass ich nichts Falsches sage. Bieten Sie Chip Datenpiraten die Stirn. Ihr Etui ist der komplette Datenschutztresor für unterwegs. Jetzt kann niemand Ihre Kreditkarte einfach im Vorbeigehen auslesen oder sensible Daten eben entnehmen. Die bleiben geschützt. Und das gilt nicht nur für Kreditkarten, wo das funktioniert, sondern heutzutage kontaktloses Zahlen. Ich glaube, das hat jeder schon mal gemacht. Aber genauso kontaktlos kann auch jemand ganz einfach Ihre Daten klauen oder sogar direkt Geld im Vorbeilaufen von Ihrem Konto abbuchen. Und das wird verhindert durch ein solches Schutz-Etui. Und bis zu 6 Karten passen da rein. Da sollte auch Personalausweis rein, Kreditkarte, EC-Karte, Gesundheitskarte. Und noch ein zweiter Effekt ist natürlich auch dabei, die Karten werden auch geschützt. Die knicken nicht, die verschmutzen nicht. Ja? Und unten ist so ein Mechanismus, die kommen wie gefächert dann raus, sodass sie immer genau die richtige Karte, die sie gerade brauchen, auch greifen können. Und das geht ganz schnell. Man mag es nicht glauben, wie schnell das geht. Man merkt es ja vor allen Dingen gar nicht, wenn die Daten berührungslos entfernt werden. Ne? Normalerweise, wenn früher das Portemonnaie geklaut worden ist, dann hat man das gemerkt. Heutzutage ist es ganz, ganz schwer. Und Ralf hat es bei mir damals ausprobiert, hat sich eine kostenlose App heruntergeladen, ist an meiner Handtasche vorbeigelaufen und wusste all meine Daten. Also ich war geschockt, wie einfach das geht. Und seitdem habe ich auch so ein Kartenetui. Ja, und ich hab ja früher immer gedacht, da musst du unglaublicher Tech-Profi sein, um sowas auszulesen. Mittlerweile weiß ich, es gibt Apps, die das machen und die sind kostenlos, die kann man runterladen und dann eben im Vorbeilaufen die Daten auslesen. Und vor solchen Zugriffen sollten Sie sich schützen und das geht eben mit RFID-Schutz. Übrigens aus Aluminium, also sehr robust und die Bestellnummer ist die NX5769 und die 569. Und das war sie schon wieder, unsere 5 Euro Überraschungsshow. Ich hoffe, Sie haben neue Lieblingsprodukte gefunden. Und denken Sie dran, die 5 Euro Überraschungsshow gibt es jeden Tag um 17 Uhr. Und um 19 Uhr, also auch heute um 19 Uhr, die 10 Euro Überraschungsshow. Also, es hat sich wieder mal richtig gelohnt. Und jetzt bleiben Sie dran, es geht spannend weiter.